Ja, hallo, da bin ich wieder. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch hier und da ein bisschen was über Hypnose erzähle. Mein Name ist Steffen Zimpel aus Berlin, Hypnosetherapeut. Und nur für die, die sich jetzt noch zuschalten oder mich noch nicht gesehen haben oder die anderen Sachen noch nicht gesehen haben, was ich schon hier so ein bisschen veröffentlicht habe. Ganz am Anfang habe ich ja erzählt, was eigentlich Hypnose ist, und heute will ich euch einfach erzählen, wo eigentlich Hypnose anfängt. Denn ich sagte ja auch, einige Menschen, die sich mit der Hypnose befassen, sagen, alles ist Hypnose. Zu dem Thema kann man natürlich noch einiges sagen. Wo fängt Hypnose eigentlich an? Was ist Hypnose? Hypnose, es gibt Menschen, es gibt Kollegen, die sagen, alles ist Hypnose. Hypnose ist natürlich auch eine Art Beeinflussung, ne? Wo fängt Hypnose an? Ich glaube, jeder Mensch hat schon mal auf seine Art und Weise, eine ganz persönliche Art und Weise, Hypnose kennengelernt. Vielleicht hast du das auch schon und weißt das im Prinzip gar nicht. Stell dir einfach mal vor, vielleicht fährst du ja Auto. Nehmen wir mal an, du fährst Auto, vielleicht sogar auf einer Autobahn, willst vielleicht, keine Ahnung, von Frankfurt nach München fahren und alles ein bisschen stupide. Und du machst dir vielleicht, na, sagen wir mal, ein Hörbuch an. Schmeißt die DVD rein, eine CD rein, machst dir ein Hörbuch rein. Oder hörst einfach schöne Musik, und vielleicht aus Musik noch, sagen wir mal, aus einer Zeit, wo du hast deine Partnerin oder einen Partner kennengelernt und so, vielleicht gibt es da Verbindungen, ne? Und auf einmal stellst du auf Autopilot. Das heißt, du übergibst an dein Unterbewusstsein, in deinem Kopf entstehen innere Bilder. Vielleicht von der Zeit, wo du, wie gesagt, deine Partnerin oder deinen Partner kennengelernt hast. Oder bei diesem Hörbuch, wo meinetwegen eine Geschichte erzählt wird. Du entwickelst auf einmal innere Bilder. Automatisch übergibst du an dein Unterbewusstsein, was die ganze Zeit die Prozesse, wie zum Beispiel das Lenken, das in den Spiegel gucken, auch das Schalten und so, alles übernimmt. Ne? Und das kann sein, dass du das eine ganze Weile so machst und hörst da schön zu, und auf einmal merkst du, hast du so eine Art Wachzustand, könnte man beinahe sagen, dass du merkst, dass du da 30 oder 40 Kilometer gefahren bist und hast das gar nicht richtig mitbekommen. Oder fährst du sogar an der Ausfahrt vorbei und sagst, verdammt, hier wollte ich doch raus, ne? Weil du einfach nicht mitbekommen hast, wie die Zeit vergangen ist. Das heißt, du bist so in so einer Art, in so einer Art Zeitfalle gegangen. Und hast das nicht mitbekommen, wie schnell die Zeit vergangen ist. Das nennt man eine Tagestrance. Ja, und dazu möchte ich euch natürlich gerne noch eine zweite Geschichte erzählen. Und ich gebe euch noch mal ein Beispiel, wo Hypnose eigentlich so anfängt, ne? Also, ich denke mal, du hast bestimmt schon mal ein Buch gelesen. Also, ich gehe mal davon aus. Ne? Und vielleicht war das sogar ein Buch gewesen, sagen wir mal, vielleicht ein Roman, ja, also mit einer schönen Geschichte. Und jetzt stell dir einfach mal vor, wie das gewesen ist. Vielleicht kennst du das ja auch, wenn du ein Buch liest, muss ja nicht nur eins, kann ja vielleicht verschiedene gewesen sein, aber du setzt dich damit wahrscheinlich irgendwo hin, wo es gemütlich ist, stell dir das einfach mal so vor, ne? Und dann machst du dein Buch auf und fängst dann halt an zu lesen. Und irgendwann, wenn du, sagen wir mal, so das alles liest, dann fängt das an, sagen wir mal, dass die Darsteller, die da beschrieben werden, dass da Bilder, innere Bilder in deinem Kopf entstehen. Die Darsteller, so wie sie angezogen sind, vielleicht eine ganz bestimmte Zeit wird beschrieben, haben die Perücken oder haben Cowboyhut oder was auch immer auf. Ne? Und dann wird die Gegend beschrieben, und auch die kannst du dir vor deinem geistigen Auge dann auf einmal vorstellen. Und dann geht das immer so weiter, und dann wird eine Geschichte erzählt, und dann gehst du mit deinem Gefühl in diese Geschichte, und dann kann es sogar sein, dass diese Geschichte sehr spannend ist und dass du vielleicht sogar Angst bekommst, ne? Es kann genauso gut sein, dass da auch Sequenzen sind, wo du sehr traurig wirst, dass du tatsächlich anfängst dabei zu weinen. Vielleicht kennst du das, oder vielleicht hast du das schon von anderen mal gehört, dass sie so einen traurigen, so eine Schmonzette gelesen haben, so einen Roman und so, und dass sie dabei wirklich angefangen haben zu weinen. Es kann sogar so weit gehen, dass du vielleicht sogar ein gruseliges Buch liest, ein Horrorroman, irgendein Stephen King und so, und dass du dann abends sogar Angst bekommst, einzuschlafen, weil du irgendwo ein Knacken hörst oder denkst, der da beschrieben wurde, er kommt jetzt gleich ins Haus oder in deine Wohnung. Das heißt also, im Prinzip ist es so, dass du dich fokussierst, genau fokussierst in diese Geschichte, und dann auch ins Gefühl kommst. In dieser Zeit, da wirst du mir vielleicht auch bestätigen können, ist es so, dass du so fokussiert bist, dass du alles, was um dich herum geschieht, sagen wir mal, so ein bisschen gedämpft wahrnimmst. Du weißt, du sitzt da in dem Sessel oder auf der Couch oder irgendwie und liest dieses Buch. Aber es ist alles, was um dich herum ist, so also ein bisschen wie in Watte gepackt. Das kann sein, dass wenn zum Beispiel dein Handy klingelt, dass du da rausgerissen wirst oder dass du es erst beim zweiten Mal hörst. Es kann gut sein, wenn dich jemand anspricht, dass du auch erst beim zweiten Mal auf ihn reagierst oder ähnliches, weil du da erstmal aus dieser Fokussierung rauskommen musst. Das heißt mit anderen Worten, auch
da bist du in einem hypnotischen Zustand, in, man könnte sagen, in einem Trance-Zustand. Man nennt auch das eine Tagestrance. Und ich glaube, eine ähnliche Geschichte, sowas Ähnliches, hat jeder von uns schon mal auf die eine oder andere Art erlebt. Deswegen glaube ich und deswegen denke ich, dass Hypnose eigentlich ein ganz natürlicher Zustand ist, den das Gehirn schon gewöhnt ist. Und deswegen, das ist der Umkehrschluss, denke ich einfach mal, dass Menschen, die, sagen wir mal, recht häufig in solchen Tagestrancen sind, dass das Gehirn sich einfach so sehr daran gewöhnt hat, dass es sogar die hypnotischen Sprachmuster eines Hypnotiseurs schneller akzeptiert. Ja, ich glaube und hoffe, ihr habt jetzt verstanden, was Hypnose eigentlich so ist. Gut, man kann das natürlich noch ein bisschen wissenschaftlicher betrachten, aber das ist eine Sache, die ich nicht so gerne mache. Ich versuche die Sache relativ einfach zu halten. Im nächsten Mal, oder vielmehr beim nächsten Mal, werde ich euch erklären, was die Hypnose so machen kann.